Ziemlich ruhiger Start in die neue Handelswoche. Die wichtigen Ereignisse kommen noch. Heute so ein bisschen flauer Start in diese Woche. Aber auffallend ist, dass die sogenannten Magnificent Seven, also die sieben großen Tech-Aktien, eigentlich nur noch sechs große Tech-Aktien sind. Wenn man nämlich mal genauer hinschaut, sieht man, Tesla ist irgendwie rausgefallen. Und so fürchterlich verwunderlich ist das nicht, wenn man Autos baut, die insofern ein Problem haben, als die Nachfrage nach diesen Autos nachlässt auf der einen Seite und das Angebot der Konkurrenz immer größer wird auf der anderen Seite, dann hast du als ein solcher Autobauer, der Tesla ja nach wie vor ist, denn man macht das große Geld, wenn überhaupt, mit den Autos und mit nichts anderem sonst, dann fällst du da eben raus aus dieser Riege und das passiert derzeit offenkundig. Tesla wird am Mittwoch seine Zahlen vorlegen, das wird sicherlich nochmal spannend, aber das Geschäftsmodell hat ein Problem, vielleicht haben die anderen, wie eine Apple, auch schon ein Problem, aber man versucht das nochmal so ein bisschen zu kaschieren durch KI und so. Und schauen wir uns die Dinge mal an, wie sie derzeit gelagert sind. Hier sehen wir, Tesla wurde heute abgestuft durch Morgan Stanley mit Verweis eben auf dieses nachlassende Momentum für Elektrofahrzeuge. The market is oversupplied. Fleets are cutting electric vehicles. Also solche Autovermieter, die verkaufen jetzt ihre Teslas wie Hertz zum Beispiel. Tesla hat dann reagiert. Elon Musk hat reagiert mit Preissenkungen. Allein das zeigt schon, wo der Weg hingeht. Und das frisst natürlich in die Margen. Interessanterweise hat Morgan Stanley immer noch ein Kursziel von 345 für Tesla. Wir sind aktuell so im Bereich 210. Aber jetzt kommt der große Angriff von BYD in Europa. Man wird eine eigene Schiffsflotte hier aufstellen und diese BYDs nach Bremerhaven bringen, von wo aus sie dann verteilt werden, auf den deutschen Markt, auf den europäischen Markt kommen werden. Das wird nochmal eine riesige Herausforderung. Das dürfte die Preise nochmal drücken. BYD kann ja deutlich günstiger produzieren, aber nochmal zurück zu Tesla. Schauen wir uns mal die letzten beiden Jahre an für die Magnificent Seven Stocks. Dann haben wir Nvidia, Microsoft, vor allem Nvidia natürlich, Microsoft, Facebook, Apple, Google, Amazon, alle im Plus in den letzten zwei Jahren. Die einzige Aktie, die seitdem im Minus ist, das ist Tesla mit minus 32%. Und so sagt ein amerikanischer Twitter-Kommentar, also wir sollten es nur noch Magnificent Six nennen und nicht mehr Magnificent Seven. Ich glaube, da ist ein Punkt. Und schauen wir uns mal hier den Kursverlauf zwischen Nasdaq 100, heute wieder zwischenzeitlich neues Allzeithoch, und Tesla an. Da sehen wir, seit 2022, dann sehen wir, das läuft irgendwie ziemlich anders. Also hier sehen wir, die Tesla hat offenkundig ein ganz anderes Momentum als der Nasdaq 100, angeführt von Nvidia. Diese Blase darf nicht platzen. Sie wird früher oder später platzen, aber sie darf so schnell nicht platzen, sonst hat der Nasdaq auch ein Problem, oder der Nasdaq 100 genauer gesagt. Und ein Problem hat Tesla jetzt schon. Denn schauen wir uns mal die Gebrauchtwagenpreise an für Teslas. 18 Monate in Folge gesunken. Wir waren mal bei 67.000, fast 68.000 Dollar, sind jetzt weit unter 40.000 Dollar. Tendenz geht weiter nach unten. Deutsche Gebrauchtwagenhändler sagen also, gebrauchte Teslas sind Ladenhüter. Die verkauft man deutlich unter Wert. Man sagt, ich werde nie wieder Teslas mit reinnehmen. Natürlich ist, und das gilt für alle E-Fahrzeuge ein Stück weit, das Problem des Restwertes akut. Was mache ich mit der Batterie? Was sind da für Probleme, die dann auf mich zukommen? Elon Musk aber, der heute Auschwitz besucht hat, um dort über Antisemitismus zu diskutieren, kümmert sich dann auf anderer Ebene vor allem um solche Dinge wie humanoide Roboter. Da hat er ja auch versprochen, der Tesla-Bot, der wurde schon im August 2021 hier annonciert. Also er hat so andere Flausen im Kopf, hat er kürzlich gesagt. Er möchte aber viel mehr Anteile an Tesla haben, sonst würde er hier in Sachen KI irgendwie aktiv werden und nicht mehr für Tesla arbeiten. Also die Ratten verlassen vielleicht schon bald das sinkende Schiff. Wir sehen auf der anderen Seite eine ähnliche Kategorie CEO, kann man sagen, nämlich die meine zweitbeste Freundin Cathie Wood, die ja in alles investiert, was normalerweise bei sinkenden oder Nullzinsen gut läuft, aber eben bei steigenden Zinsen überhaupt nicht gut läuft.
Und jetzt ist ja die Zinssenkungsfantasie im Markt, aber gucken wir mal an, was meine zweitbeste Freundin hier mit ihren Aktien so ausgerichtet hat. Coinbase minus 28%, Tesla auch minus 14%, auch die anderen Aktien sind nicht gut gelaufen, die Cathie Wood im Depot hat. Also Nasdaq erreicht neues Allzeithoch, aber auch Cathie Wood kann davon wie Elon Musk nicht profitieren. Und das, obwohl die Hedgefonds sehr verstärkt wieder in diese großen Tech-Werte reingehen. Hedgefonds are buying Tech Stocks at a rapid pace, wie Goldman Sachs sagt. Neue KI-Euphorie auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Hoffnung eben, dass die Zinsen bald sinken werden. Aber diese Hedgefonds sind auch short in anderen Bereichen, nämlich solche Bereiche wie Gesundheitswesen, also Healthcare, Utilities, Versorger und Energy. Mal sehen, ob diese Wetten aufgehen. Nicht ganz unriskant. Schauen wir uns mal die heutige Performance an. Da sehen wir erstaunlicherweise der Nasdaq heute, der in einem moderat positiven Umfeld schwächste Index, knapp hinter dem S&P, Dow Jones etwas besser. Die Small Caps, also die kleineren Nebenwerte, die sind heute gesucht. Das war in den letzten Tagen andersrum. Man rotiert also ein Stück weit raus wieder aus Tech offenkundig und jetzt in die Nebenwerte, auch wenn Apple heute mit 1% plus da sicherlich den Nasdaq noch stützt. Schauen wir uns mal das Put-Call-Ratio an. Da sehen wir, das ist so niedrig wie jetzt im Grunde seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Also es ist jetzt nicht gerade so, dass hier großer Pessimismus herrscht in Sachen Absicherung. Auf der anderen Seite sehen wir eben, dass diese Hedgefonds schon massiv einzelne Aktien shorten. Und bisher ging das ganz gut. Denn diese meistgeschorteten Aktien, die sind durchaus auch eher gefallen als gestiegen. Das kann aber den nächsten Short-Squeeze dann wiederum nochmal hervorrufen. Schauen wir uns mal hier die Situation an, dass die US-Indizes neue Allzeithochs erreichen, obwohl die Rate-Cut-Odds deutlich gesunken sind, also die Erwartungen für Zinssenkungen deutlich gesunken sind. Die EZB wird ja am Donnerstag kommen, vielleicht da schon ein bisschen Sand ins Getriebe stellen. Bloomberg sagt hier, die Fed hat schon Angst, dass das so ein bisschen ist wie in den 1980er Jahren, als man zu früh die Zinsen gesenkt hat. Dagegen Ed Yardeni, in den USA sehr bekannt, sagt ja, also für mich sieht das nicht aus wie eine Wiederholung der 1970er Jahre, was da vor uns ist, sondern wie die 1990er Jahre, als ja die Tech-Party so richtig losging. Let's party like it's 1999, wie Prince ja einst formuliert hat. Und hier sehen wir, dass in dieser Party, die wir aktuell erleben, nur 12% der S&P 500 Aktien ein neues 52-Wochen-Hoch macht. 19% dagegen waren es noch Mitte Dezember bei der Rallye. Normalerweise peakt der S&P im Umfeld oder kommt eine Rezession im Umfeld eines solchen neuen Allzeithochs und der Abverkauf kommt dann, nachdem die Fed das erste Mal die Zinsen gesenkt hat, weil dann eben die Profite deutlich schlechter werden. Eine neue Umfrage in den USA, 60% der Amerikaner erwarten eine Rezession, aber nicht die Investoren. Wie die Bank of America Umfrage zeigt, da glaubt man an das Soft Landing. Das wird aber auch ein Stück weit abhängen, was politisch passiert. Morgen ja New Hampshire, da werden die Vorwahlen der Republikaner in eine entscheidende Phase kommen. Wenn da Nikki Haley nicht gut abschneidet, dann ist im Grunde Donald Trump schon gesetzt. Der offenkundig jetzt immer wahrscheinlicher wird, weswegen auch die Wall Street Bosse so ein bisschen Trump-freundlicher werden. In Davos schon Jamie Dimon, der gesagt hat, ja, also ich mag nicht, wie Trump Dinge sagt, aber in vielen kritischen Punkten hat er recht gehabt. In der Sache habe er also recht gehabt und viele an der Wall Street stellen sich also jetzt ein auf Donald Trump. Aber was wird das genau bedeuten? Der will ja zum Beispiel 10% Tarife auf alle Importe in die USA erheben. Das wäre natürlich hochgradig inflationär, würde den Welthandel ein Stück weit durcheinander bringen, wie Michael Avery von der Rabobank jetzt sagte. Das wäre dann, würde jede Assetklasse betreffen. Also das wird noch sehr, sehr spannend. Je klarer wird, dass der Trump zumindest der Herausforderer von Joe Biden wird, umso volatiler könnten die Märkte dann werden, wenn Trump bestimmte Dinge von sich gibt. Schauen wir nochmal international.
Taiwan hatte ja im November mal einen kleinen Höhenflug, als die Exporte 1% zugelegt haben. Jetzt haben wir die neuen Daten heute Nacht bekommen aus Taiwan. Ist ja wichtig für diese ganze Chip-Geschichte. Minus 16% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also es geht wieder bergab, was das betrifft. Und bergab geht es auch für chinesische Aktien. Das ist schon krass, wie vor allem der Hang Seng abstürzt. Diese großen Werte, Tencent, Alibaba und so weiter, die ja eigentlich spottgünstig sind im Vergleich zu den US-Indizes, aber es sind halt chinesische Aktien, dann auch mit einer bestimmten ADR-Struktur versehen, die ohnehin schon zweifelhaft ist. Aber es könnte jetzt sein, dass die politische Führung hier Gas gibt. Nachdem vor allem chinesische Investoren US-ETFs und japanische ETFs kaufen, die gehen also raus aus dem chinesischen Markt und rein in USA und Japan. Aber Chinas Premier Li Qiang hat jetzt gesagt, wir wollen hier bessere Methoden hier an den Tag legen, um die Turbulenzen an den Aktienmärkten zu stoppen. Also das zeigt schon, dass der politische Wille langsam größer wird. Es ist peinlich, es ist ein Gesichtsverlust für die Führung in Peking, was da passiert. Was wird passieren am Donnerstag? Die EZB ist unter Druck. Die sagen, das hat das Protokoll schon gezeigt, naja, ihr seid zu optimistisch in Sachen Zinssenkungen. Am Donnerstag wird also die EZB tagen, etwa eine gute eine Woche vor der knapp eine Woche vor der Fed. Das wird sehr, sehr wichtig, ob man hier sich äußert, dass man sagt, ja Leute, so schnell wird es nicht passieren. Unterdessen La Banque c'est moi, ja, das ist Madame Lagarde, die offenkundig bei den Mitarbeitern innerhalb der EZB sehr unpopulär ist. Mehr als die Hälfte der befragten EZB-Mitarbeiter sagen nämlich, die Frau ist fehl am Platze, die ist inkompetent. Da haben Sie vielleicht einen Punkt. Hier auch ein Punkt für die EZB wird natürlich sein, Lohnsteigerungen. Der Arbeitsmarkt ja nach wie vor robust. Durch den demografischen Wandel kannst du da die Zinsen so stark anheben. Und wenn wir jetzt mal zur Politik nach Deutschland kommen, ich glaube, diese Grafik bringt alles auf einen Punkt. Man traut den Parteien in Deutschland nicht die Lösung der Probleme zu. 59% der Befragten, keine der Parteien, ein Plus von 11% im Vergleich zur letzten Befragung aus dem Oktober 21, sagt, keine der Parteien wird die Probleme lösen. Bei der Kanzlerpartei sind es nur 7%, die sagen, ja, die SPD kann die Probleme lösen, am wenigsten schlecht noch die Union mit 15%. Aber das zeigt so das ganze Dilemma, man traute der Politik die Lösungskompetenz nicht zu, hat einen gewissen Inkompetenzverdacht hier gegenüber der Politik. Natürlich muss die Politik mit komplexen Dingen agieren. Aber die Ampel derzeit, die macht das Problem noch eher größer als kleiner. Hier nochmal zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den verdienten Feierabend schicke. 53% der EZB-Mitarbeiter sagen, falsche Person auf dem falschen Posten. Warum, wieso, weshalb die das sagen? Hochinteressant. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, heute gute Nachrichten für Roberto Habeckino. Denn wir sehen den Gaspreis, der ist auf ein 6-Monats-Tief gefallen, weil die Wetterprognosen sagen, mindestens 2 Wochen bleibt es jetzt mild. Das drückt den Gaspreis. Dann dazu noch der Sturm, der derzeit tobt. Das hat den Strompreis in Deutschland negativ werden lassen. Das ist das Dilemma der Alternativen. Entweder du hast zu viel davon oder zu wenig. Wenn du zu viel davon hast, wie derzeit, dann wird sogar der Strompreis negativ, weil du eben diesen Strom, den du hier generierst, nicht wirklich speichern kannst. Also muss er schnell weg. Also sind die Anbieter bereit, denjenigen, die diesen Strom kaufen, sogar Geld zu bezahlen, ist völlig absurd. Aber es ist so. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.